Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter. Wir sind in einem Vorgestellt und zwar Panic Mode Vorschau Nummer 3. Wir haben hier noch Bad Neighbors. Das ist wohl die nächste Mission, die es da gibt oder Aufgabe, die wir dann wohl nach dem Intro dann lösen wollen. Ne? Müsste ja hier sein, weil da nur das Dingens ist und Bad Neighbors ist hier. Gucken wir gerade mal, das Auto fährt dahin. Schauen wir rein. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ne? Da haben wir hier so ein paar Sachen. Run-Protokoll ist klar. Hier ist Ensure Bogato Elspeth Survives. Save all 5 Permis. Und dann Use only 4 Tools. Okay, dann haben wir da eine Beschränkung mit 4 Teilen. Nach dem Intro gucken wir uns das dann genau an. Ne? Bis gleich. So, dann gehen wir da mal rein. 4 Teile brauchen wir. Okay, 5 Pennies sind das. Pemmies, wie heißen sie? Pemmies. Wir haben hier einen stehen. Jetzt müssen wir erstmal lokalisieren. Nee, er war so rum. Wo ist denn hier Feuer? Ach, da hinten ist auch noch einer. Hier ist ein langer Flur. Hier sind lauter Leitungen. Ich sehe überhaupt gar nicht, wo hier Feuer ausbrechen könnte. Das ist ein Schrank. Er hat schon einen Alarm da. Und die haben auch einen Alarm da. Er hat keinen Alarm da. Das bedeutet, eigentlich müssten wir hier noch einen Alarm reinmachen. Und hier hinten natürlich auch, aber ist die Frage wo, ne? Ich mach's mal so. So, 2 sind weg. Jetzt haben wir hier noch Löscher. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo hier das Feuer ausbricht. Vielleicht an den Computern? Oder diese Rohrleitung? Also der kann ja nach da weglaufen. Hier ist ein Ausgang und da unten ist ein Ausgang. Hier wird's ernst, ne? Pass between rooms. Ich habe keinen blassen Schimmer, was uns dieses Teil sagen soll. Geht da das dann raus? Ich glaube, da sind... Ne, 4 Teile haben wir dann schon, oder was? Naja, wir werden mal das Protokoll lassen wir mal laufen und gucken, was passiert. Wo bricht das Feuer aus? Ach, am Fernseher, okay. Und da oben auch. Okay, da geht schon der Alarm los. Da auch. Die sind schon mal gerettet. Oh oh, ich glaube, der wird da nicht rauskommen. Und der auch nicht. Der ist schon tot. Und der kommt da auch nicht mehr lebend raus, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das hier toll oder schlecht ist oder gut ist. Ja, der ist auch umgekippt. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Also er hier brennt. Machen wir all. Also er müsste jetzt hier ja, dahin. Und dieser hier muss dahin. Und er kommt dahin und er kommt. Geht keiner mehr oder was doch? Kommt dahin. Ja, probieren wir es so, oder? Run-Protokoll. Also das muss ja jetzt schneller gehen hier. Okay, der geht jetzt da lang. Der geht da lang. Der ist noch nicht raus. Und der auch noch nicht. Der ist noch kein Alarm losgegangen, ne? Er hat es geschafft, erstmal so weit bis dahin. Aber hier passiert nichts. Die beiden sind jetzt verloren, oder? Der ist auf jeden Fall kaputt und der wird gleich auch kaputt sein. Also wir können schon End-Drill machen. Das bringt ja nichts. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin, ne? Also der Alarm geht früh genug los.
Der Alarm sitzt da schon, den kann ich ja jetzt nicht ändern, oder? Nee. Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das hier was bringt oder nicht bringt, ne? So, nochmal probieren was. Der Alarm müsste schnell losgehen, ne? Da steht ein Sprusler. Der geht raus. Ich verstehe jetzt nicht diese Ventilatoren, was die mir bringen. Okay, der geht schon mal raus. Ich habe drei gerettet. Hier muss ein Sprudler hin. Und der kriegt jetzt die Kurve. Doch, der kriegt die Kurve, ne? Und jetzt. Nicht geschafft. Shit. Use only four tools haben wir auch nicht geschafft. Schade. Also alles weg. Also der Alarm hat es ja gebracht, ne? Warte mal, Alarm. Da und Alarm. Da. Und den hatte ich hier sitzen, ne, oder? Vielleicht sollte ich den mal da einsetzen. Oder hier. Ah, das geht nirgendwo dahin. Geht er hier hin? Nö. Puh. Ich muss den vielleicht hier hinstellen. Und den hier? Probieren wir es mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das taucht oder nicht taucht. Der sieht das Feuer und läuft nicht weg, ne? Der hat sich den Hintern hier schon ordentlich verbrannt. Der ist gerettet, der ist gerettet. Und der geht nicht los, der Alarm. Jetzt haut er nicht ab. Leider ist der Alarm nicht losgegangen. Was mit ihm hier? Schafft er das noch? Ne, der schafft da auch nicht durch, glaube. Ne. Das hier war auch nix. Also der Alarm ist schon okay. Der sitzt an der falschen Stelle, aber den kann ich glaube nicht ändern. Den habe ich da schon hingesetzt, der ist okay. So, wir haben den Dingens hier und den haben wir gar nicht genutzt, ne? Vielleicht so. Eins, zwei. Machen wir mal. Er hat sich schon den Hintern verbrannt. Geht auch der Alarm los und er haut ab. Der haut auch ab. Aber der nicht. Und der auch nicht. Hier brennt schon alles. Bei ihm geht der Alarm los. Der kommt noch raus. Ihn kann ich jetzt hier zum Löschen animieren. Aber der ist trotzdem verloren wahrscheinlich. Ja, der schafft's leider nicht. Ach Mann, ey. Der hier ist wohl nix, ne? Also den brauche ich da nicht. Ich müsste das hier löschen. Nochmal das Ganze.
Also nur 4 Tools haben wir schon mal geschafft, ne? Er ist schon in die falsche Richtung gelaufen. Der auch. Da muss jetzt mal das Feuer kommen. Ja, das war's schon. Beide gestorben. Das hat jetzt nichts gebracht. Aber den Alarm brauche ich definitiv und zwei der anderen Dinge müssen wir hier machen. Und ich habe keine Ahnung, wie. Probieren wir es so, ich weiß es nicht. Ja, da ist jetzt der Alarm hier, der geht, der geht, der geht. Aber die beiden, die gehen nicht. Ich weiß nicht, wofür die Lüftung ist. Rauchabzug, ja. Er ist jetzt da in der Tür, läuft nicht weg, weil... Schade, ne? Die gehen jetzt nicht. Und der ist schon tot. Und der andere auch. Weil der da... Also die beiden da bringen schon mal nichts. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es gehen könnte. Vielleicht so. Brandprotokoll, aber es wird auch nicht funktionieren, oder? Lauft. Lauf. Also das geht hier noch an. Das geht auch an, obwohl das da ist. Bringt nichts. Er geht, rennt nicht raus, ist schon tot. Und er hat es auch noch nicht gemerkt. Er merkt es jetzt, aber es ist zu spät. Andrill. Also diese Dinger hier haben es auch nicht gebracht. Ja, ich weiß nicht, wie es besser geht. Ich weiß gar nicht, wofür die gut sein sollen hier. This fancier fan enhanced technology allows for air or smoke to pass between rooms. Ja, er kommt mit Dingens da rein. Das würde bedeuten, hier rein, damit der Rauch da reingeht, damit der Feuermelder schneller anspringt oder was. Und hier geht das nicht rein. Tja. Da geht's auch nicht. Hier geht's nirgendwo hin. Und da geht's auch nicht hin. Schauen wir mal, ob das was bringt, aber ich glaube auch nicht, oder? Er hat sich schon den Hintern verbrannt. Jetzt geht er raus. Er läuft auch noch schnell raus. Ich weiß nicht, warum die den Fluchtweg nicht nach da nehmen, ne? Jetzt haben wir nur noch zwei da drin. Okay, der Feueralarm ist schneller gegangen. Aber der hier funktioniert nicht. Jetzt läuft er los, aber jetzt ist er schon angefackelt. Und jetzt lässt er sich da Zeit und da wird er sterben. Ja. Hat nicht geklappt. Also den da, den machen wir mal weg. Das bringt ja nichts. Jetzt ist die Frage, wo wir löschen. Hier probieren wir es aus. Das Löschen müssen wir ganz zum Schluss machen, wenn der da kommt. Der brennt schon. Wir laufen weg.
Die sind erstmal gerettet. Er kommt immer noch nicht in Quark. Jetzt hat er schon den Hintern angefackelt. Jetzt läuft er aber raus. Und schafft es noch? Er schafft es noch, ne? Ja. So, jetzt ist nur noch er hier. So. Und nicht geschafft. Nicht geschafft. Das heißt, der Sprudler hier muss woanders hin. Kann ich den drehen? Wie kann ich den drehen? So? Nein, so drehe ich die ganze Karte. Ich müsste das Teil drehen. Rotate, wie geht das nur? Ja, dann kann es ja nur so sein. Ah, da geht er noch nicht mal hin. Da würde er hingehen, aber dann kommt ja keiner da durch, oder? Wie kann ich den rotieren? Das sagt uns bestimmt das Menü irgendwie mit Options und Keybindings. Hier gibt es keine Keybindings. Help. Objects red screens has not been addressed. Orange, no more. Smoke, water, ice, air, damaging permits and reducing queue for fires. Ja. Left click. Rotate ist X. Alles klar, dann haben wir das. Continue. X, wer kommt auch schon auf X, ne? Ich glaube, jetzt ist er richtig rum, oder? Ja. So, Run Protocol. So, er hat schon Hintern verbrannt. Da geht's auch los. Der haut auch ab. Das klappt schon mal. Ich wollte so kippen. So, er geht da. Kommt noch raus. Jetzt ist nur noch dieser hier dran, ne? Jetzt läuft er. Und wir müssen jetzt den Sprudler anmachen. Na, der löscht aber an der falschen Stelle, so ein Shit. Das heißt, Tonne. Den. Erneut. Und rotate so rum. Und stellen wir da ein. Und Run Protocol. So, erster Alarm sollte losgehen. Er rettet sich. Der rettet sich auch. Hier müsste jetzt der Alarm eigentlich gleich auch losgehen. Macht es auch. Der kommt auch heiler raus. Es ist nur noch der. So, da geht der Alarm los. Jetzt machen wir den Sprudler an. Und der geht zur Couch. Warum? Kann doch nicht sein, dass er hier die Couch als erstes löscht. Ist doch Blödsinn. Der Strahl geht nach da. So, auf ein neues. Forward, okay. Wenn ich den Typen nass mache, dass es dann nichts passiert. Könnte auch sein, oder? So, jetzt muss er noch raus. Der geht auch raus. Der Alarm hier ist viel zu spät dran. Ne? Ne, widerlich. Vielleicht den Sprudler doch hier unten hinstellen, damit wir da löschen, damit er vielleicht nicht rauskommt. Und Run Protocol.
Sobald der Alarm hier losgeht, müssen wir dann den Sprudler anmachen. So, die sind weg. Der läuft auch raus, das ist alles safe. So, jetzt löschen. Aber es hat nichts gebracht, auch wenn er da durchgeht. Nein, das klappt nicht. Kann ich den nach draußen stellen? Nö. Kann ich den in der Ecke stellen? Nö, nö. Es muss irgendwie anders gehen. Es muss anders gehen, aber wie? Also so bestimmt nicht. Oder vielleicht hier doch Sinn machen? Und den da weg? Aber ich krieg den nicht nach hier, oder? Hier geht er ja an diese Mauer nicht ran. Vielleicht doch den da hinstellen und viel eher zu machen. Dann machen wir den aber auch wieder zurück. Und ich glaube, den machen wir hier hin. Mach den mal da ein Run-Protokoll. Und es ist ja schnell hier passiert, ne? So, lauf weg. Er läuft auch weg. So, der Sprudler. Nee, er ist wieder. Wieder nicht. Ich krieg den hier nicht gerettet. So, Randprotokoll. Aber dann geht der Alarm wahrscheinlich nicht früh genug los, ne? So, drei sind weg, zwei sind noch dran. Er kriegt jetzt hier einen heißen Hintern wahrscheinlich auch. So, jetzt sprudeln wir da. Und jetzt sprudeln wir hier. Jetzt haben wir es vielleicht geschafft. Er müsste jetzt sich nur beeilen, da rauszukommen. Vielleicht klappt es jetzt, weil er genug hier noch Power hat. Vielleicht aber auch nur, weil... Das kann doch nicht sein, oder? Der ist auch nicht gerettet, oder was? Das raus. Das raus. Das dahin. Und da noch einen hin. Und los geht's. So. Drei laufen. Ach, der war auch nicht gerettet wahrscheinlich, ne? Jetzt ist er nur bis dahin gelaufen. Das ist unser Problem schon alleine, ne? Kommt er da weg? Nö, kommt er auch nicht weg. Ja. Das klappt gar nicht, würde ich sagen, ne? Wenn einer eine Idee hat, dann möge er es doch bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir das hinkriegen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vorschau ist es.